Standing Ovations und Fotoshootings mit ganz vielen Politikern, wie zum Beispiel der SPD-Abgeordnete Martina Fehlner, der Grotzebäuer Bürgermeisterin Theresa Neumann, dem Aschaffenburger Landrat Alexander Legle. Ja, das dürfte ich heute erleben, weil ich hatte nämlich in Karl auf dem Neujahrsempfang einen kleinen Auftritt, wo ich unter anderem Gedicht über Karl vorgetragen habe. Es hat allen wirklich sehr gut gefallen, was ihr ja gleich sehen und hören wird. Aber was laber ich lang? Los geht's mit dem Video. Und wirklich, ich will's noch einmal betonen, ne? Guckt es wirklich bis zum Ende, weil da kommt das Gedicht und das lohnt sich wirklich. Also, ein schöner guter Abend, liebes Basilikum. Na, Publikum. Da was essen und dort, oh jetzt, was hat alles gelbe? Ripscher, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Brötchen, Lebkuchen, keine Ahnung, was noch alles. Na? Ja, ja, jetzt hat man wieder ein bisschen was auf der Rippe, gell? So ist es. Ja? Aber wisst ihr was? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die wo erst fressen wie Scheunendrescher und sich dann hinterher beschweren. Ach, wie konnte das passieren? Ich passe ja in K.A.N. sich Hose mehr rein. Apropos mit den engen Hosen, ne? Da habe ich jetzt schon mal das erste Gedicht für euch von mir. Und das drehe ich den Titel Die Kalorien. Also, man muss hierbei verstehen, es geht nicht um die Kalorien. Na, also in meinem Buch, was leider schon vergriffen ist, gibt es dazu auch Fußnote, weil das ist nämlich so, ne? Die Kalorien, das sind die Kerle von der Schneiders zum Beispiel. Nicht die Kalorien, also das Buch. Sind die Kalorien schon bekannt? Die treiben mal wieder ihr Unwesen im Land, denn die haben, was finde ich gar nicht geht, über Nacht meine Hosen viel enger genäht. Nun muss ich mir für einen Haufen Geld ganz viele neue kaufen. Los werde ich die Kerle scheinbar nie. Es sind wohl Mitarbeiter der Hosenindustrie. Ja, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Achso, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich da nicht so rumjammer mit den Hosen. Ne? Na, ich gehe dann zum Schrank und ziehe dann die Hose an, die wo ich mir vor ein paar Jahren mal ausgesehen paar Nummern zu groß gekauft habe. So kommt man säufrei durchs neue Jahr, Leute. Ja, aber gut, ich meine, jetzt habe ich genug über Hose gebabbelt, ne? Eigentlich wollte ich ein bisschen was über Karl babbeln, ich meine, ich komme ja auch aus Karl, ne? Obwohl ich dafür vielleicht ein bisschen zu hessisch klinge, ich weiß es nicht. Also, aber ich meine, hessisch ist ja auch ein schöner Dialekt, oder? Also, da gibt es so super Wetter und sowas. Also, eins zum Beispiel, eins von meiner Lieblingswetter ist Olive. Was für ein Klang mit drei E hintereinander. Olive E. Das kann man so schön lang ziehen, das E. Ach oh Gott, ich glaube, ihr guckt mich jetzt schon auf, als wäre ich vom Mond. Na Leute, ich sag's euch, hessisch ist super und das ist mein Credo. Achso, hier apropos Mond, dazu habe ich jetzt noch ein Klagedicht. Was sich mit der Frage beschäftigt, warum der Mond eigentlich manchmal so blass ist. Und genauso hieß das Gedicht ab. Jetzt passt mal auf, ne? Die Frage, die ich mich gerade frage, warum scheint der Mond an manchem Tage so kraftvoll und ein andermal wirkt er wieder blass und fahl?
Nun, vielleicht hat er ja Höhenängste, du armer Mond, und trotzdem hängst du so weit oben rum im Nichts und freust dich nur des Sternenlichts. Aufgrund der Panik wird er eben bleich, weshalb er denkt, jetzt bricht er gleich. Warum er trotzdem manchmal Farbe kriegt? Ich weiß genau, woran das liegt. Wenn er der Übelkeit nicht mehr kann trotzen, winkt er eine Wolke her, um rein zu trotzen. Eigentlich ging da noch was hin drauf. Genau aus diesem Grunde werden sie schwer und lehren sich auf Erden. Dann viel Spaß beim nächsten Spaziergang im Regen. So, aber jetzt wird es Zeit, dass wir noch ein bisschen über Karl babble. Und da habe ich auch wieder dazu ein Gedicht, was ich geschrieben habe. Und das hat den Namen in Karl. Da ist es einfach schön. Ja, ich muss unserem Herrn Bürgermeister recht geben, schöner wie alles genau. Wir Karle, wir sind Bayern dort, doch guckt man nie damit an klar, dass wir ganz nah an Hesse sind, den Dialekt Rieger besser hin. Unerfränkisch kann ich nicht und bayerisch werde hier nicht gerettet. Ja, deswegen bleibst du bei, wenn's hässlich steht, der geht halt gleich. Doch halt, bevor ich arm sag, geh mal, wechsle ich lieber schnelles Thema. Weil Karl ist wirklich interessant. Es ist Karl Stadt, nah ach Land, und trotzdem haben wir viel zu bieten. Ja, unser Ort, der zeigt sich sehr verschieden. Wir sind Bayerns tiefste Stellen. Das hat sonst keiner super, gell? Und unser Kirchenkopf ist Bayerns niedrigste Berg. Der ist gerade mal hier wie unser Schäkersch. Nach 120 Meter, weil da ist man schon oben. Sogar ein Gipfelkreuz muss man für den Winz nicht einklopfen. Nicht nur das andere hat hier Spaß. Badesee gibt's amass, ein Rathaus gibt's wie überall, ein paar Hotels auch für den Fall, dass Leute weit reisen ohne Mucke, um nach unserem Berg und dem Tiefpunkt zu gucken. Ach ja, und dann haben wir noch die Feuerwehr, der Wasserturm und so viel mehr. Die ganze Ortsentwicklung hier, die ist im Jürgen Seitz sein Bier und vom Gemeinderat natürlich, die machen das auch recht manierlich. Weil guckt man über den Tellerrand, dann hat man ziemlich schnell erkannt, dass das nicht überall so ist. Na, anderswo gibt's oft Schiss. Zum Beispiel gleich im Nachbarort, in Grotzenbosch, ach, weil die sich da also streiten, müssen die Orgoner leiden und das Resultat sieht so aus, alle 4 Jahre sitzt im Rathaus, im Neuen, ja da gibt's viel Verschleiß, die sind bloß auf die Kohle heiß. Das Seitz, der Gegenden Karl, der denkt nicht nur ans Kapital. 10 Jahre schafft er im Ort schon hier als Bayermeister, nicht nur hier. Seit 1999 ist er im Amt. Ah ja, die Wahlzettel haben dazu halt verdammt. Doch immer schaffe ist nicht schön, drum will er jetzt in Rente gehen. Was der dann möchte, ich weiß es nicht. Vielleicht wieder bis 10 im Bett. Oder er tut viel für Reise, keine Ahnung, jedenfalls du der Sang durchschmeißt.
Egal, der soll sich ruhig ausruhen, doch trotzdem gibt's noch viel zu tun. Zum Beispiel der Bahnhof. Eieiei, der ist ja immer noch nicht barrierefrei. Das tut mir jetzt leid für das Gekriecht, aber nicht jeder, wie auch ich, ist fit wie ein Tanzschlappe und kann die Stufe gehen. Darum soll das auf der Agenda ganz oben stehen. Und wer nach der Kindergärte fragt, für mich waren die Sennemals nicht ausgelegt. Meine Mutter, die hätte mich dann so begleiten. Über den Sinn, da kann man sich verständlich treiben. Na, das kennen wir nicht. So hat's damals gehiesen und man hat mich nach Aschenberg ausgewiesen. Aber trotz, dass das Leben manchmal blöd und rücksichtslos mit Arm umgeht, denke ich mir oft, alles in allem gesehen, ach, in Karl, da ist es einfach schön. Genau. So, ihr Leute, bald bin ich fertig, aber trotzdem, eins noch hätte ich. Hat euch mein Vortrag, liebe Leute, gefallen und ihr seid erfreut, könnt ihr unter Dicht- und Undichtkunst mehr von meinem Zeug haben. Die Catcher mit QR-Code dazu, die könnt ihr euch schnappen. Da gibt's mehr Mundart und Gedichte, auch mal ungereimt Geschichte, Musikparodie, so, die Zeit wird euch knapp. Louis Adam, der Dichter und Schüler, hält jetzt die Klappe. Danke. So, jetzt habt ihr davon auch einen Eindruck. Das war doch schön, oder? Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, die da irgendwie mitgewirkt haben. Unseren Karler Bürgermeister natürlich, der Jürgen Seitz, für seine 24-jährige Amtszeit. Habt ihr ja gehört, dieses Jahr werde er in Rente gehen. Dann haben wir noch natürlich die Christine Hiege. Die kümmert sich seit Jahren um das ganze Kulturmanagement da in der Karler Festhalle. Und da möchte ich ein ganz besonderes Dankeschön sagen, dass das jetzt geklappt hat mit dem Auftritt. Ich meine, es ist schon ein bisschen komisch, wenn man jetzt plötzlich da oben steht in der Festhalle, wo ich sonst jahrelang und schon als ganz kleine Knirps immer ohne gesessen hab, im Zuschauerraum und in der Festhalle in Karl schon zig Vorstellungen gesehen hab. Ach so, hier und ich jetzt beinahe vergesse, natürlich auch noch vielen Dank an Klaus Becker, der erste Vorsitzende vom Karler Heimatmuseum, vom Heimat- und Geschichtsverein, weil dem hat es nämlich auch so gut gefallen, da hat er gesagt, ey, komm mal vorbei. Und dann wird nämlich auch eins von meinen Büchern in Karl in Heimatmuseum ausgestellt. Ist natürlich auch eine große Ehre, freue ich mich schon drauf. Ja. Und wenn ich jetzt irgendjemand vergessen habe, wie hat es unser Bürgermeister so schön gesagt, alle Leute, die ich vergessen habe, die sind mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Also, ihr wisst Bescheid, ich grüße hiermit alle, die hier mit dabei waren und mich da irgendwie unterstützt haben. Wer weitere Live-Auftritte von mir sehen will, der klickt mal da rechts oben. Da verlinke ich zu meiner Kartoffelsippsche Playlist, so heißt ja normalerweise mein Live-Programm. Könnt ihr euch gerne mal durchklicken, es lohnt sich.
Und das war's dann auch von mir. Jetzt habe ich viel rundisch rumgelabert. Macht's gut, Leute. Ciao.